Wallahi, es ist ein sehr furchteinflößender Hadith. Aber wir müssen darüber reden, weil wir junge Brüder und alte Brüder haben. Und wir alle sind auf der Suche nach Rechtleitung. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي. Ich kenne Leute aus meiner Umma, von den Muslimen. يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ دِهَامَةَ بَيْضَاءَ. Sie werden am Tage der Auferstehung kommen, mit guten Taten in der Größe von Bergen, hell leuchtend. Und der Gesandte Allah sagte: فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihre Taten wie vom Winde verwehen. Habaan manthura, wie verwehte Asche. Was passiert, wenn ein Haufen Asche liegt und es ist windig? Der Wind weht sie einfach weg. All ihre guten Taten werden wie vom Winde verweht sein. Und so fragen die Sahaba: O Gesandter Allahs, beschreibe sie uns, sodass wir nicht das tun, was sie tun und zu ihnen gehören. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ama innahum ikhwanukum. Sie gehören zu euren Brüdern. Wa min jildatikum. Und zu euren Stammesangehörigen. Wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. Und sie beten einen Teil der Nacht so, wie ihr betet. Subhanallah, was ist also schiefgelaufen? Wieso werden ihre guten Taten wie vom Winde verweht sein, O Gesandter Allahs? وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Aber es sind Leute, wenn sie in Abgeschiedenheit sind, verstoßen sie gegen die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Es sind Leute, wenn sie alleine sind und da ist der Laptop, der Computer oder das Handy, dann verletzen sie die Gebote Allahs und sie überschreiten seine Grenzen. Ein arabisches Gedicht besagt in treffender Weise: إِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي. Wenn mein Herr mich fragen würde: Hast du dich vor mir nicht geschämt? Hast du dich nicht geschämt, mir gegenüber ungehorsam zu sein? وَتُخْفِ الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي. Du hast deine Sünden vor meinen Geschöpfen verborgen gehalten. وَبِالْعَصْيَانِ تَأْتِينِي. Und mir bringst du nun deine Sünden. أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي. Hast du dich vor mir nicht geschämt? Du erschrickst, wenn du ein Rascheln an der Tür hörst, während du eine Sünde begehst und es sich herausstellt, dass es nur eine Katze war. Du erschrickst vor einer Katze, aber nicht vor Allah, der niemals schläft. Schämen wir uns nicht. Einer der Salaf sagte: Die Angst, die in dein Herz gekommen ist, als sich die Tür bewegte, während du dabei warst zu sündigen, ist in Allahs Augen größer und schlimmer als die Sünde selbst. Die Angst, die du hattest, jemand könnte dich sehen, als sich die Tür bewegte, diese Angst, die in diesem Augenblick in deinem Herzen war, ist in Allahs Augen größer und schlimmer als die Sünde selbst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala war es würdiger, gefürchtet zu werden. Meine Geschwister, wenn wir uns gestern nicht geschämt haben über die Sünden, die wir begingen, über die Grenzen, die wir übertreten haben, dann lass uns heute Scham zeigen und bereuen. Vor Allah subhanahu wa ta'ala, lasst uns heute Scham zeigen und bereuen.